Hi und willkommen zum Electric Violin Day, dem YouTube-Channel für die E-Geige, alles rund um E-Geige und Equipment auf Deutsch. Und heute soll es darum gehen, was ist der Channel eigentlich, was könnt ihr da erfahren, was gibt es da für Ideen oder was habe ich mir persönlich darunter vorgestellt, warum. Doch bevor es soweit ist, erstmal Musik. Hallo zusammen, ich bin der Micha und ich erzähle euch heute etwas über meinen Kanal. Ich bin ja neu auf YouTube und möchte erstmal erklären, um was es hier handelt bei dem Channel. Wie ich im Intro schon angekündigt habe, ist es ein Channel, wo es rein um die E-Geige gehen soll, sprich Instrumente, Equipment, aber vornehmlich mit der Motivation, um eben Inhalte zu liefern, die Fragen beantworten können für Menschen, wie du wahrscheinlich hinter der Kamera jetzt gerade, die sich dafür interessieren, wie E-Geigen funktionieren, wie man vielleicht zur E-Geige kommt. Also nicht nur, wo kaufe ich sie, sondern welche und warum und worauf sollte ich achten. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich einfach, als ich vielleicht in deinem Alter war, so jugendlich mit ca. 15 Jahren, vor der gleichen Frage stand, nämlich wie schaffe ich das, meine Geige in die Band zu integrieren? Wie macht man das, wenn man eine Geige verstärken möchte? Kann man mit einer Geige Rockmusik machen und so weiter? Das waren damals Fragen, die für mich völlig offen waren. Ich hatte kein YouTube, das war Anfang der 90er Jahre, alt geworden. Ja, damals gab es eben kein YouTube. Heute kann man anhand von YouTube allein schon, wenn man da eingibt, E-Geige oder Electric Violin und so weiter, ganz viele Beispiele finden und die Frage, ob das überhaupt geht, ist schnell beantwortet. Damals war selbst diese Frage für mich nicht offensichtlich zu beantworten. Und ich wäre froh gewesen, so einen Channel zu haben. Heutzutage gibt es natürlich E-Geigen-Channels auf YouTube, aber eben auf Englisch. Sehr gute Channels, die ich weiterempfehlen kann, werde ich auch hier unten verlinken. Wenn ihr selber noch Kanäle kennt, die ich jetzt nicht verlinkt habe, bitte einfach drunter schreiben, dann schaue ich mir das gerne an. Ich habe in den letzten Jahren viel recherchiert, auch für mich selbst einfach, weil das für mich interessant ist, ne? Hobby und Beruf und überhaupt Neuigkeiten zur E-Geige zu finden. YouTube hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Dennoch hat sich überhaupt kein Channel in dem Bereich entwickelt, wie ich mir den vorstelle. Und deswegen dachte ich mir, jetzt ist es Zeit, sowas mal selbst zu machen, meine Erfahrung auch weiterzugeben. Seit über 20 Jahren spiele ich mittlerweile E-Geige, Geige überhaupt schon seit weit über 30 Jahren. Und
Ich habe vor, auf dem Kanal hier auch Gäste einzuladen, wie meinen Musikerkollegen Klaus Marquardt zum Beispiel, der damals, als ich angefangen habe, mir diese Fragen zu beantworten oder diese Fragen nach außen gerichtet habe, einer derjenigen war, die mir weiterhelfen konnten. Klaus war damals, ich glaube, noch im zarten Alter von 30 ungefähr und hat, vielleicht war es noch nicht mal, das werden wir auch klären, wenn er hier zu Gast ist, hat mir damals eben geholfen mit Tonabnehmern. Wir haben diese Geige hier, dann mein Vater und ich damals, nachdem der Klaus mir Tipps gegeben hat, wie man sowas machen kann, selbst gebaut. Mittlerweile ist ein anderer Tonabnehmer drin. Das Thema Tonabnehmer wäre auch etwas, das sehr wichtig ist und sehr interessant, das ich hier behandeln möchte. Effektgeräte, wie ihr im Eingangsmusikvideo von mir gesehen habt, gibt es auch jede Menge. Was ist da der Unterschied für Effekte, die nur mit der Gitarre funktionieren? Welche funktionieren mit der E-Geige oder wann überhaupt und solche Dinge? Die wären interessant zu behandeln. Welche Verstärker kann man da benutzen? Warum klingen E-Geigen manchmal überhaupt nicht gut? Ja, was ist eigentlich der Unterschied von einem Piezo-Tonabnehmer, den die meisten E-Geigen haben, zu einem Magnetspultonabnehmer oder zu einem Mikrofon? Auch diese Dinge möchte ich ansprechen, vielleicht nicht ganz so detailliert, es soll auch immer Spaß machen und nicht so wissenschaftlich werden. Dazu gibt es auch ganz viele Videos schon auf YouTube, die ich dann auch kommentieren möchte, vor allem halt in englischer Sprache, dass ich so etwas mal übersetze und zusammen, ja, zusammenfasse. So was, da hat mir gerade das Wort gefehlt. Ja, ich schaue gerade mal so um mich. Ich bücke mich mal ganz kurz, ohne viel Geräusch zu machen. Hier, so sieht die E-Geige aus, mit der ich gerade eben gespielt habe. Diese habe ich schon hochgehalten gerade. Man merkt, E-Geigen haben viele unterschiedliche Formen. Hinter mir hängen noch ein paar Geigen, die haben eingebaute Tonabnehmer. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, hier auch mal ein Video zum Thema, ich baue mir eine E-Geige zu machen. Je nachdem, was ihr Zuschauer hier auf meinem Kanal euch auch wünscht, werde ich das gerne aufgreifen, was ihr in die Kommentare schreiben möchtet. E-Geige ist und bleibt ein Nischenprodukt, zwar beliebt beim Publikum, meine Bandkollegen wissen das, aber es ist nach wie vor etwas, das jetzt keine Massen bewegt. Ne? Und nichtsdestotrotz bleibt dabei, schreibt mir, was ihr verbessern wollt, schreibt mir, welche Themen euch interessieren würden und wir sehen uns beim nächsten Electric Violin Day. Ciao.